auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch meine kleine, aber feine Colourpop-Sammlung. Dafür werde ich allerdings die Kamera umdrehen bzw. mich kurz hier vorsetzen und halt praktisch euch die Paletten zeigen, was ich von denen halte, wie ich sie finde, wie sie performt haben. Hier trage ich zum Beispiel einen Supernova Eyeshadow. Das Make-up-Tutorial dazu verlinke ich euch gerne da oben, weil vielleicht hat der eine oder andere Lust auf diesen Purple Pink Dream. Dann verlinke ich euch ganz gerne da oben. Ich habe für diesen Look die Dare to Create Palette für euch reviewed und euch gezeigt. Unnormal schöne Palette, also richtig, richtig geil. Das ist so der nächste High-Level, absolute Sucht, die Palette, wie die Jaclyn Hill Palette. Ich werde euch praktisch die ganzen Items, die ich habe, ich fange jetzt mal an mit Liquid Lipsticks und dann gehe ich so Stück für Stück, Stück durch. Schneide euch das Video auf jeden Fall auch zusammen, aber die Paletten zeige ich euch natürlich vollkommen personal. Und nicht vergessen, abonnieren ist sehr, sehr wichtig für diesen Kanal. Wir möchten doch wachsen und gedeihen und dafür brauche ich jede einzelne Stimme von euch, beziehungsweise jeden einzelnen Daumen nach oben und das Abonnier-Button, weil einfach mit der Reichweite natürlich immer mehr Menschen sind, die meine Videos gerne gucken und sich daran erfreuen. Das ist eigentlich mein Ziel überhaupt, dass so viele wie möglich meine Videos schauen und sagen, hey, das gefällt mir, dieses Mädchen gefällt mir, der Kanal gefällt mir, weil ist natürlich blöd, wenn man nur mit zwei Leuten spricht oder so. Jetzt sind wir schon 410 oder sogar 413, je nachdem. Es schwankt ja immer, mal abonnieren, mal deabonnieren, Leute. Damit komme ich total zurecht. Aber wie gesagt, schön abonnieren und dranbleiben und ich wünsche euch sehr viel Spaß bei meiner Colourpop-Sammlung und meiner ganz krassen Liquid Lipstick. Beginnen möchte ich eigentlich mit meinen Liquid Lipsticks. Und zwar zeige ich euch meine Lidschattenpaletten, meine Super Shock Eyeshadows und sag euch auch, welche ich davon am kaufenswertesten finde. Auch diese Liquid Lipsticks sind sehr genau ausgesucht. Ein paar sind auch doppelt. Ich zeige euch, wie gesagt, mal ein paar, die ich so habe. Ihr seht ja, dass ich sehr, sehr toll auch zum Beispiel lilane, pinkene Sachen. Also hier ist zum Beispiel von der My Little Pony LE. Das ist wie gesagt ein LE-Produkt. Da habe ich jetzt aber, ich glaube, den anderen. Der ist auch richtig schön. Die Farbe, wie heißt sie? Moon Dancer. Ich habe hier die Farbe Virginia. Ein so, so schönes Lila. Ich trage das so gerne. Das ist auch ein ganz, ganz toller Dupe zu diesem Lippenstift hier. Und zwar ist das der Jeffree Star aus der Chrome Collection. Und ich kann sagen, dass es nahezu derselbe Ton ist, weil ich will den von Jeffree Star natürlich nicht die ganze Zeit benutzen. Sehr, sehr, sehr schönes Lippenprodukt. Gefällt mir ultimativ gut. Dann habe ich hier noch die Farbe Misbehaving. Die ist auch recht neu. Wie gesagt, das sind alles so richtig geile Pink- und Mauve-Töne. Ich habe jetzt hier drei, vier verschiedene Finde. Ich habe die Satins, ich habe die Mattes, ich habe die Glossies und es gibt noch irgendwie hier, das sind solche zum Beispiel Ultra Blotted Lips. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was das für eine Formulierung ist. Ich weiß das gar nicht genau. Dann habe ich natürlich hier auch ein bisschen was Krasseres. Das ist ein Satin Lip. Den trage ich allerdings nur im Zentrum meines Lippes, in der Lippe nicht ganz. Dann habe ich hier zum Beispiel einen Gloss, den ich mal drüber ziehen kann. Diese Farbe, ich glaube, Tulle, die habe ich zweimal. Das ist ein wunderschönes bräunliches Mauve. Sehr, sehr geil. Also diese neutralen Dinger sind nicht so spektakulär wie die, die ich euch jetzt zeige. Ich tausche. Und zwar, hier sind meine roten. Meine lieblingsroten Farben ist absolut diese. Das ist die Farbe Arriba oder Arriba von I Love Sarahi. Leute, kauft euch dieses Rot. Es ist das perfekte Rot überhaupt. Das war zum Beispiel jetzt ähnlich, muss ich sagen, von der Farbe her. Also, ihr müsst bei Colourpop auch ein bisschen aufpassen. Die Farben sind oft sehr ähnlich, heißen nur anders. Und dann sitzt ihr da und denkt, ihr habt... auch ein sehr, sehr schöner Farbton ist dieser hier. Das ist so ein richtig geiles Braun. Auch von der I Love Sarahi. Also, I Love Sarahi kann ich euch komplett empfehlen. Dann habe ich hier die Farbe Mama, die ich auch sehr gerne trage, obwohl die sehr ungewöhnlich ist. Das ist so ein richtig geiles Orange-Braun. Dann habe ich hier noch ein metallisches Finish und zwar auch von I Love Sarahi, richtig geil.
Wie gesagt, das sind so meine Rottöne. Das ist zum Beispiel der neue von Kathleen Lights. Jetzt kann man auch die Farbe besser erkennen. Das ist richtig orange-rot, Leute. Sieht aber sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Ganz anders, wie ich es gedacht hätte. Auch die Farbe Creeper, die gibt es auch noch. Die ist auch wunderschön. Das ist so ein richtig klassisches Weihnachtsrot, ja. Ansonsten trage ich auch sehr gerne die Farbe Lax. Also einfach dieses Braun. Und momentan in diesem Video trage ich dieses Farbline. Und zwar ist es der I Love Sadahi Ultra Matt oder auch der normale. Ihr könnt den auch normal kaufen. Das ist der Soft 2. Und ich habe den auch nochmal da hinten. Und zwar habe ich den zweimal, weil ich not sure war, ob es den überhaupt nochmal geben wird. Und das ist natürlich mega ärgerlich, wenn ihr dann überlegt. Ich habe den sogar dreimal, Leute. Also das ist so, das ist diese Farbe, die ich gerade auf den Lippen trage. Und die trage ich wirklich jeden verkackten Tag. Wie gesagt, ich könnte hier so mal ganz grob sehen an Farben, was ich noch habe. Ich habe zum Beispiel auch noch die Farbe Avenue. Das ist ein sehr, sehr schönes, dunkles Ziegelsteinrot, was ich auch sehr empfehlen kann. Von den Formulierungen muss ich sagen, gefallen mir die Matts von der Trage-Langzeit am besten. Vom Tragegefühl gefallen mir die Satins sehr gut. Also das ist zum Beispiel einer aus der Kollaboration mit Kathleen Lights. Das ist ganz aktuell. Das ist ein ganz, ganz neues Produkt. Etwa jetzt einen Monat alt. Das ist also richtig, richtig schön. Wie gesagt, die Satins trage ich sehr gerne. Die Glosse trage ich nicht so gerne. Deswegen habe ich nur Matte und Satins. Das ist so ein bisschen gemischt. Aber wie ihr seht, so ein bisschen sinnvoll angeordnet praktisch, dass ich sehen kann, das sind die roten und das sind halt die beigen und beige Neutrals und so. Dann habe ich zum Beispiel noch von... Das ist der einzige Gloss, den ich habe. Den fand ich aber richtig schön. Den gab es nur in diesem Bundle. Das ist dieses von I Love Sarahi. So ein geiles, weiß ich nicht, wie sieht denn das aus? Wie so ein Rosé-Rot irgendwie. Das ist, glaube ich, der einzige mit dem hier, den ich als Gloss habe. Alles andere, meine Chinchillas tun schon wieder ihr Zimmer aufräumen. Alle anderen Sachen sind praktisch Matts und Satins, weil ich diese Formulierung für mich am schönsten finde. Die wohl bekanntesten Produkte von ColourPop sind eigentlich seit jeher die Super Shock Eyeshadows. Ich habe angefangen damit, weil ich die Konsistenz gerne testen wollte. Das würde ich euch zum Beispiel auch raten. Bei Facebook gibt es einige Gruppen. Da müsst ihr mal eingeben, ColourPop Secondhand Gruppen, Secondhand Kosmetik Gruppen. Ich habe allerdings keine Ahnung mehr, wie meine heißen, weil ich bin jetzt leider schon länger nicht mehr da unterwegs. Bin ich müde. Sorry. Ich habe ganz arg viele... also praktisch, eigentlich, wenn ihr genau nimmt, die unterste Reihe davon habe ich komplett eigentlich Secondhand gekauft, weil ich einfach wissen wollte, auf Englisch haben die gesagt, das ist eine Putty Consistency, also das ist eine Pudding-Konsistenz, eine gelartige Konsistenz. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, was das für eine Scheiße soll. Ich habe das nicht verstanden, was das soll. Und ich habe auf meinem Auge, auf meinem Moonlit Supernova Eyeshadow, diesen Eyeshadow drauf. Und seht ihr diese Kuhle da drin? Die kann man, glaube ich, ganz gut erkennen. Das ist diese Putty Consistency. Das ist praktisch dieser Eyeshadow hat überhaupt keinen Fallout. Ich arbeite mit denen total gerne mit den Fingern. Ich gehe da rein und trage mir das auf, nehme noch einen kleinen, ich sag mal, Besen. So was Doofes. Dann nehme ich mir einfach meinen Essence Eyeshadow, mache noch ein bisschen so, dass das halt schön weich aussieht. Und dann ist es eigentlich schon fertig. Also das sind die einfachsten Konsistenzen, die ich je kannte. Ich habe auch super unterschiedliche Farben. Ich habe, wie gesagt, diese Farbe hier, sowas. Sowas, wie heißt das? Lila? Lila? Genau. Wie gesagt, ich habe auch sehr dunkle Farben. Das ist auch sehr cool. Also sowas zum Beispiel. Das ist auch sehr, sehr schön. Ich habe sehr viel Gold und was ich vor allen Dingen habe, sind Grün, weil ich Grün ja über alles liebe. Das ist die Farbe Flower Shop. Sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ich zeige euch mal die, die ich da habe. Dann habe ich die Farbe Moonwalk. Das ist so ein richtig geiles... Oh, das erinnert mich so richtig an Drachenschuppen-Style. Also total geil. Dann habe ich auch welche von so, wie heißt es, Limited Editions. Die habe ich damals im Facebook gekauft. Die Farbe ist Patchwork.
Dann habe ich die Farbe Paradox. Paradox, die benutze ich sogar recht häufig. Die habe ich auch hier an den äußeren Rändern. Sehr, sehr geil. Und dadurch, dass die halt so einfach von der Konsistenz her sind, ist das halt super. Die da, die ist, glaube ich, ausverkauft. Da bin ich voll schade. Das ist die Farbe Be My Sight. Das ist so ein richtig geiles, das kann man gar nicht erkennen in der Kamera. Das ist so ein helles Champagner mit einem Gold Reflex drin. Richtig geil. Dann habe ich hier noch die Farbe Ritz. Das ist aus der Laura Lee Collection. Sehr, sehr schön. Also ist so ein einfach so ein ganz einfacher Glitzertopper. Die Farbe ist eins meiner Favorites. SU Wave. Das ist praktisch dieses Rose Gold. Oh, geil. Einfach nur geil. Das ist einfach das Einzige, was man dazu sagen kann. Dann habe ich hier noch die Farbe Shiny. Die ist auch von der Laura Lee Collection. Die ist auch richtig schön. Dann habe ich, manchmal zoomt es nicht. Dann habe ich hier noch die Peekaboo. Was auch toll ist, wenn euch die Super Shock Eyeshadows kaputt gehen sollten, keine Angst. Beim Transport kann das sehr, sehr wohl mal passieren. Ihr nehmt einfach, also das habe ich gemacht, ein paar Tropfen Wodka. Ich habe jetzt Wodka genommen, weil es halt geruchsneutral ist. Nehmt Wodka. Nehmt die Krümel, zerhackt die, macht ein paar Pipetten, also wirklich ganz wenig, macht daraus wieder eine cremige Konsistenz, legt dann praktisch alles so ein bisschen mit dem Finger andrücken, ein Zewa drauf und dann mit dem Deckel und dann einfach richtig mit dem Zewa die Feuchtigkeit und den Alkohol wieder rausziehen. Das habe ich mit diesem hier gemacht und der ist komplett so schön geblieben, wie ich ihn eigentlich gekauft hatte. Also das ist ein ganz zarter Ton, den man ich in meine Eyebrow zum Beispiel oben rein. Seht ihr das? Also das ist so ein richtig toller Eyebrow-Ton. Den benutze ich tatsächlich auch nur dafür, weil als Eyeshadow er mir jetzt zu intensiv, nicht intensiv genug wäre. Aber das ist extra so ein, sag mal, so eine Shade, die ihr als Eyebrow-Topper nehmen könnt. Dann habe ich noch von der Laura Lee das Glitz. Das ist auch eine sehr schöne Farbe. Dann habe ich natürlich super viele Schimmertöne. Das ist natürlich bei Colourpop. Das ist auch aus so einer, das heißt Thirsty Girl. Das benutze ich auch sehr gern. Das ist so ein richtig geiles, dreckiges Gold. Und wie gesagt, dann habe ich noch, oh, Helio Goodbye. Eine mega Monsterfarbe. Und eine Farbe zeige ich euch noch. Die restlichen sind wirklich, wie ihr seht, Gold und ein bisschen Schwarz. Ich habe auch zum Beispiel einfach nur ein ganz normales Schwarz. Ich zeige euch nochmal hier zwei von. Das ist auch aus einer Limited. Das ist ein Babykins. Und da seht ihr auch diese Konsistenz. Seht ihr das? Diese Abdrücke. Total geil. Da habe ich auch teilweise voll damit gespielt, weil ich dachte, das kenne ich gar nicht. Was ist das? Und die Farbe finde ich auch sehr schön. Die heißt Coconut. Und die weiß ich, die gibt es noch. Und die ist so schön. Wie gesagt, das sind so meine Favorites. Ich muss sagen, diese Farbe finde ich einfach so schön. Ich kann mir die nicht ganz all over the lid vorstellen, aber jetzt so wie jetzt so, oh, total schön. Was mir jetzt so ein bisschen in meiner Sammlung fehlt, ich habe 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 36, 32, 34, 36, 38, 40. Ich habe jetzt knapp 46 von diesen Dingern. Die habe ich, wie gesagt, alle Secondhand gekauft und auch im Sale. Normalerweise kostet ein Super Shock Eyeshadow $5, beziehungsweise doch $5. Und wenn ihr aber sparen möchtet, dann wartet auch dort beim Sale, weil auch diese lohnen sich absolut im Sale zu kaufen. Ich kaufe ja eigentlich sehr selten was außerhalb des Sales, weil es muss eigentlich auch nicht sein. Ich habe da auch extra eine Schublade für, wo ich praktisch nur meine Super Shock Eyeshadows drin habe. Und das gefällt mir persönlich auch sehr gut. Die größten Favorites von mir sind eigentlich, wie gesagt, die Supernova Eyeshadows, weil die einfach für den Preis wirklich unnormal geile Qualität bilden. Wenn ihr zum Beispiel euch jetzt nicht ganz rantraut, ja, an Colourpop, kann ich euch, um sowas so einen Effekt zu machen, auch die Essence Metal Shocks echt ans Herz legen. Ich habe da alle Farben, die man kaufen kann. Natürlich, was sonst?
Und zwar habe ich diese Farbe sogar doppelt, weil die benutze ich sogar im Alltag sehr gern. Das sind praktisch so ähnliche Konsistenzen, nur dass die etwas stärker pigmentiert sind, finde ich sogar. Dafür glitzern diese mehr. Also das ist zum Beispiel auch eine Empfehlung, die von Essence zum Beispiel könnt ihr auch sehr gerne kaufen, weil ich finde die auch von der Qualität her sehr gut. Und damit kann ich eigentlich auch schon mein absolut krasses, angesammeltes, furchtbares Haufen voll mit Make-up von Colourpop schon abschließen. Was ich halt noch gefunden habe, sind diese. Und zwar sind das die Super Chalk Cheek. Ja, das sind praktisch die Highlighter in derselben Konsistenz. Ja, und ich zeige euch mal, wie krass die Highlighter sind. Ich weiß, ich habe aber, muss ich sagen, nicht arg viele mehr davon gesehen. Ich habe die mal von der Nadja bekommen. Und zwar Nadja ist eine Freundin von mir, die ich über Facebook kennengelernt habe. Dort habe ich immer Secondhand. Das ist zum Beispiel ein Rouge. Ich habe aber keine Rouge von Colourpop, weil ich habe zu viele andere. Das muss nicht sein. Dann habe ich hier die Farbe Wisp. Die hat ganz arg viele von diesen einfach weggegeben. Ich habe die gekauft praktisch. Und ich habe jetzt zwei Farben. Ich glaube, das war diese, die ich sehr häufig trage. Und ich zeige euch mal, wie krass die sind. Die sind echt krass. Und zwar trage ich euch das mal mit meiner Lieblingsbrush dafür auf. Und zwar suche ich die mal geschwind. Yes, da ist sie. Also, für diese Art von Konsistenz habe ich einen sehr stark festgebundenen Pinsel genommen. Ich habe hier noch keinen Highlighter drauf. Ich gehe jetzt einfach in die Farbe Butterfly Beach. Keine Garantie, dass es die noch gibt, gell? Weil ich habe die von der Nadja bekommen und damals wusste ich überhaupt nichts von Colourpop. Seht ihr das? Und ist die gleiche weiche Konsistenz. Ihr seht, ich kann da drin rumswirlen, wie ich will. Das macht es halt sehr, sehr ergiebig, ja. Also, das macht es unnormal ergiebig und ihr seht ja, das ist echt. Das sind halt so die krass, more, also mehr Blinding geht eigentlich nicht, muss ich sagen. Diese Konsistenz ist halt auch wieder so geil. Ich muss sagen, Colourpop sollte sich das, ich glaube, die hat das bestimmt patentieren lassen. Ich habe auch keine andere Firma gesehen, die das nachgemacht hat. Also, diese Konsistenz von diesen Highlightern, die Super Shock Eyeshadows, es gibt ungelogen bestimmt hunderte von denen, die die letzten Jahre rausgekommen sind. Ich habe, wie gesagt, 50 knapp davon. Die werden auch sehr häufig von mir benutzt. Das Problem ist, sie gehen nicht alle. Es ist scheißegal. Ich habe eine Farbe, die benutze ich jeden verkackten Tag, wenn ich in die Nachtschicht gehe. Jeden Kacktag. Das ist dieses Rose-Goldfarbene, weil ich einfach das ganz schön finde. Das sieht halt nicht so, nicht geschminkt aus, aber auch nicht zu viel geschminkt. Und ich muss sagen, er geht nicht leer. Er geht einfach nicht leer. Und abschließend dazu kann ich sagen, Colourpop ist unheimlich cool. Also ich finde auch, die gehen unnormal mit dem Trend. Das Einzige, was ich bemängeln muss, ist, dass die so viele Launches haben von Sachen. Da war wahnsinnig. Also jetzt zum Beispiel jetzt am 5. Januar, also jetzt ist der 4. und der 5. praktisch kommen. Also ich drehe jetzt das Video am 4. Wann ihr das seht, weiß ich jetzt noch nicht. Und am 5. Januar zum Beispiel kommen schon wieder 10 neue Super Shock Eyeshadow Farben, wo ich mir denke, ey, scheiße, jetzt habe ich gerade bestellt, es ist gerade der Postmann reingekommen und ich kann gerade schon wieder bestellen. Man kommt so ein bisschen in so einen Zugzwang, da irgendwie mitzumachen, wenn man dem sich halt ergibt, das ist halt scheiße. Ich muss sagen, die Supernovas, da werde ich auf jeden Fall meine Kollektion vervollständigen und ich werde auch neueren Farben dazu kaufen. Von den Super Cheek Eyeshadow, von diesen Cheek Sachen wie Highlighter benutzt, kaufe ich gar nichts, weil ich einfach so viele habe. Es gibt auch Bronzer, es gibt auch Eyebrow Pencils. Also da will ich auch mal einen ausprobieren, ob die was taugen. Das Problem ist halt, die Verfügbarkeit von Colourpop ist immer die Schwierigkeit, dass nicht garantiert ist, dass wenn ihr dort bestellt, auch problemlos wie bei mir das ist. Es ist echt so geil bei mir. Also ich habe so Glück, dass einfach ich immer über den Zoll Frankfurt gehe. Das ist einfach, ich glaube auch je nachdem, wo ihr halt wohnt.
Ich weiß, in Mainz zum Beispiel, Frankfurt und so direkt, da habt ihr auch keine Probleme. Aber wenn ihr zum Beispiel über kleinere Zollämter geht, die nicht so ganz so korinthekackerig sind, ja, dann sagen die halt, ja, da ist keine Ingredients-Liste drin, wir können die euch nicht rausgeben, wir müssen das wieder zurückschicken. Und das ist natürlich super beschissen, wenn ihr halt 200-300 € eingekauft habt, was sehr schnell passieren kann. Da kriegt ihr aber wirklich eine derart große Kiste, da müsst ihr bald euren Mann rufen zum Reintragen. Die Sachen sind nicht teuer, sie sind super pigmentiert. Ich habe auch noch keinen einzigen Fail gehabt bei Colourpop, das muss ich auch dazu sagen. Die Eyeshadow-Paletten sind ein. Also, manche sind super, so wie die I Think I Love You-Palette oder diese My Little Pony-Palette. Schaut genau, was ihr wirklich braucht, weil ihr müsst auch überlegen, ihr zahlt immer noch 19% pro Produkt ja noch drauf. Deswegen wartet, wenn die 40% Sale haben und ihr trotzdem noch 19% Steuern oder Zoll drauf zahlt, dann habt ihr immer noch 21% gespart. Und das ist, wie gesagt, das absolute Abschlusswort. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da, weil ich habe so fleißig gedreht diesen Monat, dass ich euch einige tolle Videos präsentieren kann. Und ich habe euch wahnsinnig lieb, ihr Süßen. Und wir sehen uns. So, ich hoffe, wie gesagt, meine kleine Lippenkollektion hat euch gefallen. Ich will euch jetzt zeigen, was für Paletten ich von Colourpop habe. Colourpop kam dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, mittlerweile ist ja nicht mehr dieses Jahr, kam Colourpop mit ganz, ganz vielen gepressten Eyeshadow-Paletten, wo praktisch die Pans nicht mehr einzeln zu kaufen sind. Ich glaube, das wird auch aufhören, dass praktisch Colourpop diese Single-Eyeshadows verkauft, was ja, glaube ich, sehr viele sehr, sehr schade finden. Und ich muss sagen, wie ihr seht, ich habe jetzt auf dem Auge eine Kombination aus der Dare to Create-Palette, Supernova Eyeshadows und einem Super Shock habe ich jetzt mich entschieden, dass ich da noch ein bisschen was Lilanes drauf poppe. Und wie gesagt, ich zeige euch mal so in völliger Unreihenfolge die Paletten, die ich hier habe. Das sind praktisch die Sammlung an Paletten, die ich von Colourpop gekauft habe. Da sind zwei, die sehen sich total ähnlich von der gleichen Verpackung. Colourpop ist, finde ich, vom Preis her sehr stabil. Also ich muss sagen, das letzte Jahr gab es nichts, trotz Kollaboration und so. Oft ist es ja so bei MAC zum Beispiel. Ich habe jetzt auch von Gigi Hadid die Maybelline Lippenstifte gekauft. Die sind jetzt nicht arg viel teurer, aber der eine 1,5 € sind dann halt schon ein bisschen mehr. Aber zeigt euch jetzt gerne die Paletten. Ich habe auch noch zwei andere Paletten. Danach folgen die Supernova Eyeshadows und meine Super Shock Eyeshadows. Und ich fange jetzt mal an mit einer Palette. Ich nehme euch mal ein bisschen näher ran, da können wir uns ein bisschen sehen. Und zwar mit der Palette Double Entendre. Die habe ich recht neu. Und zwar ist das eine sehr neutrale Eyeshadow-Palette. Ich habe mit der noch nicht arg viel gearbeitet, weil die ist echt recht neu. Aber ich finde die sehr, sehr schön für jemanden, der praktisch nicht so krass viel Farbe braucht. Also der nicht ungefähr aussehen will wie ein Papagei wie ich. Finde ich das eine ganz, ganz tolle Palette. Ich finde, dass die Paletten alle Anfänger geeignet sind. Ich finde auch die Aufmachung sehr, sehr sauber, muss ich sagen. Sie kommt mit einem magnetischen Verschluss und zwar alle, so wie ich das hier gesehen habe. Ja, die kommen alle mit einem magnetischen Verschluss. Sind sehr, sehr stabil. Also ich habe die auch schon ein paar Mal in der Arbeit dabei gehabt oder zu Freunden, wenn ich bei denen übernachtet habe oder so. Und die kommen mit diesem Magnetding und die sind eigentlich recht stoßfest. Diese Single Eyeshadows könnt ihr halt so nicht kaufen. Diese Paletten, diese kleineren kosten so 16 $. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich habe keine einzige, die ich besitze, nicht im Sale gekauft, weil Black Friday konnte ich leider nicht viel kaufen, aber jetzt vor Weihnachten gab es sehr, sehr coole Sales. Also die haben sich definitiv gelohnt. Das, wie gesagt, ist eine sehr neutral Palette. Dann habe ich eine Palette, die heißt You Had Me at Hello. Und zwar ist das die einzige Palette, die rausgekommen ist mit einem Spiegel. Und zwar ist das folgendermaßen, die habe ich jetzt schon ein paar Mal benutzt. Auch eine sehr neutrale Palette mit etwas mehr Schimmer drinne. Ich muss sagen, die hat mich jetzt noch nicht ganz aus den Socken gehauen. Ich finde, jemand, der praktisch der halt die sammelt, so wie ich. Ja, ich sammle halt auch diese Paletten einfach unnormal gerne. Und ich nehme eigentlich immer die neuesten Paletten mit. Außer die ganz neuen, die sind, also da gibt es auch welche, die für extra für Sephora USA gemacht wurden. Die sind wahnsinnig teuer, kosten fast $30. Das sehe ich halt nicht ganz ein. Aber die, wie gesagt, ist sehr neutral gehalten, hat Schimmertöne drin, braune Transition Shades. Ich muss aber sagen, jede Palette ist so logisch aufgebaut, dass ihr praktisch immer einen
kompletten Look damit halt schminken könnt, ja. Eine meiner liebsten Paletten ist diese wunderschöne, total süße My Little Pony Palette. Da müsst ihr nur bei dieser Farbe aufpassen, weil die ist nicht eye safe. Das heißt, wenn ihr die da drunter macht, kann es zu Irritationen führen. Bei mir hat es zu Irritationen geführt. Ich habe ganz furchtbar geheult. Das war ganz unangenehm in den Augen. Aber das Farbarrangement ist wunderschön. Ihr habt, das ist eine ganz arg tolle Farbe. Das sind tolle Farben. Also wie gesagt, da könnt ihr mal sehen. Das sind richtig bright, richtig tolle Eyeshadows, die aber auch wieder sehr logisch aufgebaut sind. Das heißt, ihr könnt halt, wie gesagt, das sind die Crease, das sind die Crease, das sind die Crease und könnt dann halt praktisch mit dem Pop-of-Color halt echt noch was rausholen aus dem Look. Und ich mag die eigentlich besonders gerne. Also die ist wirklich mega, mega schön. Eine Palette, die jetzt kommt, die habe ich doppelt, weil ich weiß halt nicht, wie gesagt, wie gut die ist, aber die ist so schön. Also das ist für mich die beste mit der Kathleen Lights und der Cute as Fuck. Also das sind die vier Paletten, die ich von Colourpop am empfehlenswertesten finde. Und zwar ist das die I Think I Love You Palette. Ich habe die, wie gesagt, noch einmal komplett verpackt, noch in meinem Backup, weil ich habe die damals im Sale gekauft für $10.20. Und das war halt super schön. Also wie gesagt, da habt ihr ganz, ganz toll. Was ich bei dem halt geil finde, da gibt es endlich ein ganz tolles, richtig mattes Schwarz, wo ihr halt jeden Look nochmal richtig raushauen könnt. Also mit diesen, das seht ihr auch, ihr habt ja auch schon ganz schöne coolen da reingegraben. Und auch in diesen und diesen. Das ist halt die Palette, die ich so am meisten verwende und auch am schönsten finde. Eine Palette, die auch unfassbar geliebt wurde von mir, ist die Cute as Fuck heißt. Also ich weiß gar nicht, warum das FS heißt. Das heißt eigentlich ist die Yes Please Palette. Ich hatte große Schwierigkeiten, an die überhaupt ranzukommen, weil die war ganz lange und dauernd ausverkauft. Das war ganz schlimm, weil jeder, die halt haben wollte, jeder, der praktisch Natasha Denona kennt, weiß, dass die Preise sehr, sehr hoch sind. Da kriegt ihr eine Palette, die heißt, nennt man Sunset Palette, die ist wahrscheinlich von der Qualität her nochmal um 10 Längen höher, wie was ich halt gehört habe. Aber wenn ihr an das Farbarrangement denkt, könntet ihr an diese sehr, sehr gut hinhauen. Wie gesagt, ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr bei Colourpop bestellt, bestellt einfach im Sale. Da könnt ihr wirklich $5 bis $6 pro Palette sparen. Aber diese ist nicht nur cute as fuck, sie ist auch wonderful as fuck. Eine Palette, wo ich allerdings nicht weiß, ob die dauerhaft im Stock ist, ist die Femme Rosa Ski Palette. Und zwar einfach, das ist so eine richtige Hochzeitspalette, sag ich mal, ja. Das ist eine Palette, die sehr geliebt wurde von mir. Also ich habe die sehr, sehr oft benutzt. Ich habe auch diese ganze Reihe sehr gerne benutzt. Ich habe immer diese als Transition genommen oder zum Abdunkeln die und dann einfach noch ein bisschen, so wie jetzt, halt ein bisschen Glitzer drauf gegeben und dann war ich einfach ready to go und ich fand die so schön, die Palette. Also die muss ich sagen, I love it. I'm so in love with her. Die habe ich nicht als Backup, aber wie gesagt, ich habe auch, wie gesagt, natürlich noch andere Paletten, wo ich solche Looks nachschminken kann. Aber von der Qualität her muss ich sagen, keines der Paletten, egal in welchem Zeitpunkt im Jahr 2017 die rausgekommen sind, hat sich irgendwie qualitativ verändert oder so. Preislich gab es ein bisschen Unterschied, aber jetzt nur bei den etwas größeren Paletten. Zumal ich das ja auch gerechtfertigt bin, weil wenn ich mehr Produkt bekomme, muss ich auch ein bisschen mehr zahlen. Aber die da, wenn ihr die noch bekommt, grab it. Dann habe ich noch die letzten zwei Paletten, beziehungsweise eigentlich sind es vier Paletten, aber es sind noch zwei größere. Und zwar ist es die Stream Street Palette von Kathleen Lights. Ich habe die jetzt zweimal benutzt und ich finde die wunderschön. Also ich bin ein großer Fan von diesem Ton. Ein sehr, sehr geiler Ton, unfassbar. Und ich liebe diesen Ton. Also das sind so die beiden Töne, die ich unfassbar schön finde. Sind sehr unique, ist aber sehr, sehr ungewöhnlich, diese Palette, weil sie nötigt euch dazu, aus eurer Komfortzone rauszukommen, einfach rauszukommen aus diesem, ich schmink mich nur neutral und ziehe einen Eyelinerstrich und dann gehe ich ins Bett oder gehe ich los. Die holt dich halt komplett raus. Die ist auch so schön gestaltet. Ich finde auch, Colourpop hat auch, wie gesagt, bei dieser Kollaboration absolut, jetzt ist sie mir schmutzig geworden, keinen Preisanstieg gemacht, obwohl sie einfach ganz anders aussieht. Sie wird natürlich etwas schmutziger, aber die da
absolute Kaufempfehlung. Die Kollaborationssachen sind eigentlich keine Limited Editions. Meines Erachtens finde ich das auch super, weil ich habe ja das Bedürfnis, wenn ich eine Kollaboration möchte. Ich weiß, dass zum Beispiel I Love Sarah He jetzt ein Lippenbundle rausgebracht hat. Das habe ich auch. Wo praktisch jetzt Limited Edition ist, weil es halt für Weihnachten extra war, aber das ist jetzt, glaube ich, bei Kathleen Dietz jetzt nicht gedacht. Also klar, die geht halt immer wieder aus dem Stock raus, weil die halt verkauft wird, aber ansonsten passt. Ich hatte zur letzten Colourpop-Bestellung, wie gesagt, ich verlinke euch das natürlich hier oben, hatte ich diese Palette dazu bekommen. Sie ist ganz anders, mir gefällt sie nicht wirklich, sage ich euch ehrlich, spart euch die 26 Dollar. Ich finde die von der, also ich habe euch diesen Ton da, ich hoffe, dass es zoomt. Der Ton, ihr seht doch, dass das so eigenartige, also es ist erstens mal, ich kann es euch schon zeigen, so da, schaut mal, seht ihr meinen Finger? Der ist so krümelig, wenn ich den swatche, Leute, da krümelt es in alle, also ich weiß gar nicht, was da für ein Unfall passiert ist. Aber die ist nicht gescheit geworden. Die ist scheiße. Die mag ich nicht. Die mag ich nicht. Also, die Palette mag ich gar nicht, muss ich sagen. Weil die einfach, also, ich benutze die jetzt schon, dass ich mal so ein bisschen was auftrage. Aber begeistert bin ich halt nicht von der. Neu. Mag ich nicht. Neu, neu. Aber eine, die ich wahnsinnig mag, ist die, ihr wisst, I Love Sarah He ist so ein, eins meiner Idole in YouTube. Ich mag die unheimlich gern, weil die auch tolle Tutorials macht, die auch super nachzuschminken sind. Ich finde halt, Tutorials zu machen ist das eine, aber dass sie nachschminkbar sind, ist halt das andere, weil es bringt mir nichts, wenn ich euch einen Bobam-Look zeige und ihr habt einfach keine Ahnung, wie das funktioniert. Das ist halt natürlich scheiße. Aber gucke ich immer gern bei ihr. Also ich mag die unheimlich gern. Die macht auch so tolle Tutorials für Halloween. Das ist die Cheeky-Palette und das ist eine ganz tolle Palette. Das sind diese einzelnen Eyeshadow-Pens, die sind hier eingelassen. Die könnt ihr jetzt praktisch auch hier rausholen und in eine Sie-Palette reinmachen. Das heißt, in so eine Palette mit Magnetwirkung, da könnt ihr die so rein, so nebeneinander poppen und es passt. Das ist eine Palette, die komplett eigenständig funktioniert. Ihr könnt praktisch aus diesen beiden einen Look machen. Ihr könnt aber auch diese beiden nehmen und die dann praktisch in das nochmal drauf machen. Ich habe so viele Looks damit geschminkt. Ich wundere mich, dass da nicht schon Löcher reingebohrt sind, weil das ist eine Palette, die ich sehr, sehr schön finde. Allerdings muss ich sagen, dass ich die noch schöner finde. Also die Verpackung lasse ich auch immer dran. Das ist so die Standard Magnet-Pen-Palette. Und zwar ist das eine Palette, die ich unnormal gerne benutze. Das ist die Saucy Palette von I Love Sarah He und die ist wirklich so, so schön. Wie gesagt, ihr könnt halt, ihr fangt halt an in der Transition halt mit einem sehr grauen Mauve, dann macht ihr weiter und geht dann praktisch in, entweder in so ein Aprikot, was sehr schön ist, oder in so ein bisschen so in ein, so ein Pink, was so in die Richtung, was ich jetzt drauf habe. Die Paletten, wie gesagt, kauft sie nicht Originalpreis, wartet einfach ab. Ich habe zum Beispiel bei Colourpop mir einfach eine Newsletter angeklickt und somit habe ich die Möglichkeit, ohne Probleme meine immer aktuell Werbung zu bekommen. Das heißt, für jeden Sale, alles, was ihr praktisch seht an Sale-Objekten, könnt ihr praktisch dann benachrichtigt werden über Black Friday Hauls und alles Mögliche. Also spart euch das Geld für Oktober, November. Da kommt immer so ein Black Friday Haul. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, den ersten mitbekommen und leider ihn verpasst. Ich musste arbeiten und konnte leider nicht Internet benutzen. Das war ganz toll. Und wie gesagt, es lohnt sich unnormal einfach zu warten, ein bisschen Geduld zu haben. Auch zum Beispiel eine ganz, ganz krasse Empfehlung, das habe ich jetzt total vergessen, euch zu zeigen, sind die No Filter Concealers von Colourpop. Und zwar, die oxidieren etwas nach. Das heißt, ihr müsst ein bisschen heller gehen. Ich habe in der die Farbe Fair und Medium und Fair Neutral gehabt. Die ist allerdings jetzt Barbela. Das sieht sehr weiß aus, aber das oxidiert etwas nach. Sehr cremig. Ich trage den noch heute. Sehr, sehr cremig. Super. Wirklich ein Hammerprodukt. Colourpop, wenn die jetzt noch in der Qualität eine Foundation rausbringen würde, die eben nicht oxidiert, wäre das der absolute Vollkracher. Jetzt gehen wir praktisch schon mal in Paletten zu meinen Supernova Eyeshadows.